Thema in diesem Video und in den später folgenden Teilen ist das Brandungsangeln in der Ostsee. In diesem ersten Teil stelle ich erst einmal die Zielfische vor, Fangplätze, Fangzeiten und weitere Infos. Und danach erkläre ich, wie ein Brandungsvorfach aufgebaut ist und welche Montageteile benötigt werden. Jedes weitere Video besteht dann jeweils aus zwei Teilen. Teil 1, die Herstellung der unterschiedlichen Brandungsvorfächer. Und danach folgen immer Tipps und notwendiges Wissen rund um das Brandungsangeln. Die besten Fangplätze für Dorsch in der Brandung ist Mischgrund oder Leopardengrund genannt. Dieser besteht aus Sand, Steine, Krautbänke. Die besten Fangzeiten sind die Herbsttage von der Dämmerung bis tief in die Nacht hinein. Auflandiger Wind in den Stärken 3 bis 5 und eine gute Brandung sind die besten Voraussetzungen für erfolgreiches Brandungsangeln. Dann kommt der Dorsch in Gruppen in Küstennähe und sucht die Rinnen nach Futter ab. In diese Rinnen sollte der Brandungsangler seine Köder präsentieren, wobei je nach Standort sehr weite Würfe notwendig sind. Man muss den Fisch suchen, wenn sich für längere Zeit kein Beißerfolg einstellt. Denn bei guter Brandung wagt sich der Dorsch auch sehr nahe ans Ufer und kann schon bei etwa 40 Meter Entfernung gefangen werden. Beim Brandungsangeln werden in der Regel Flundern gefangen und selten Scholle und Kliesche, weil diese die tieferen Regionen bevorzugen. Flundern können das ganze Jahr über gefangen werden, sollten aber in der Laichzeit von Dezember bis Mai geschont bleiben. Sandbänke sind die besten Fangplätze für Flundern. Sie liegen oft in großer Anzahl auf Grund und lassen sich mit Einzel- und Mehrhakensysteme fangen. Dubletten sind keine Seltenheit. Flundern beißen am Tag bis tief in die Nacht hinein. Für erfolgreiches Angeln in der Brandung muss das Angelgerät, die Schnur und die Vorfachmontage zu 100% zu dieser Angelart passen. Vor allem das Brandungsvorfach sollte bis ins Detail dem Zielfisch, der nötigen Wurfweite und anderen angeltechnischen Faktoren angepasst sein. Zum Herstellen der Brandungsvorfächer benötigt der Angler eine Menge Montageteile, die immer vorrätig sein sollten. Hierfür eignet sich am besten eine Kleinteilebox, in der alles Notwendige für die Herstellung von Brandungsvorfächern sortiert zur Verfügung steht. Und nun geht's ins Detail. Die Vorfächer sind unterschiedlich im Bau. Die Montageteile sind jedoch bis auf spezielle Vorfächer immer die gleichen. Das Bild zeigt eine klassische Brandungsmontage. Los geht's mit dem Grundblei und Einhänger. Grundblei zum Brandungsangeln sollte 100 bis 250 Gramm schwer sein. Je weiter der Köder ausgeworfen werden muss, um den Fisch zu erreichen, desto schwerer das Blei. Auch strömungsreiche Angelstellen verlangen schwere Bleie, damit das Blei nicht ständig ins Rollen kommt. Auf sandigem Grund mit starker Seitenströmung kommen auch Krallenbleie zum Einsatz. Krallenbleie besitzen Drahtanker, die im sandigen Grund für besseren Halt sorgen. Wirbel- oder Bleiklip zum Einhängen und schnellem Wechsel des Brandungsbleis sollten mit hoher Tragkraft gewählt werden, damit ohne Verlust des Bleis Hänger gelöst werden können. Schon die Fliehkraft beim Wurf verlangt stabile Wirbel oder Einhänger. Weitwurfclips und Impact Childs
zum Einhängen des Hakens sind für weite Würfe zur Köderschonung ein absolutes Muss. Ohne Weitwurfclip dreht sich die Montage während der Wurfphase, der Köder verschiebt sich oder fällt teilweise vom Haken. Neben der Standardausführung gibt es Clips mit Schirm. Diese haben eine bessere Luftverdrängung und schützen den Köder, sollten aber nur direkt hinterm Blei montiert werden. Für aufwärts geklippte Montagen bringt der Clip mit Schirm keine Vorteile. Hier reicht ein Standardclip völlig aus. Die Vorfachschnur sollte einen Durchmesser von 0,60 bis 0,70 mm haben. Steifes Schnurmaterial mit geringer Dehnung, zum Beispiel Fluorocarbon, eignet sich besonders gut als Vorfachschnur. Die Mundschnur, so wird der Seitenarm hier genannt, kann direkt an die Vorfachschnur geknotet werden oder man montiert kleine Wirbel für schnelles Austauschen der Mundschnur. Man muss sich aber im Klaren sein, dass alle zusätzlichen Montageteile auf Kosten der Wurfweite gehen. Um maximale Wurfweiten zu erzielen, sollte die Mundschnur direkt an das Vorfach geknotet werden. Die Stärke der Mundschnur sollte 0,30 bis 0,40 mm betragen. Ideal sind Schnüre, die sich aufgrund der molekularen Struktur nach Verdrallen oder Knickbildung wieder ein wenig gerade ziehen lassen, die relativ abriebfest sind und sich nicht so schnell verheddern. Diese Schnüre haben den Zusatzname Memory Free. Vorfachmaterial wie zum Beispiel Amnesia, Balsa Zero Twist oder Suffix Memory Free erfüllen diese Eigenschaften. Ob Perlen einen Dorsch zusätzlich zum Biss reizen, ist Glaubenssache. Tatsache ist jedoch, dass der neugierige Plattfisch sich von bunten Perlen beeindrucken lässt. Auftriebsperlen halten einen Köder vom Grund fern, der sich dann auch bei leichter Strömung verführerisch bewegt. Für Dorsch sind Meeres-Naturköderhaken der Größe 2.0 und 3.0 gut geeignet. Für Plattfisch oder als Allround-Haken eignen sich Butthaken der Größe 1.0 und 2.0. Köder zum Brandungsangeln gibt es im Handel in Küstennähe. Beste Köder sind hier der Wattwurm oder der Seeringelwurm. Experimente mit anderen Ködern ergaben nur mäßigen Erfolg. Zum Einhängen der Brandungsmontage sind stabile Meereswirbel notwendig. Hier darf nicht gespart werden. Das war der erste Teil zum Thema Brandungsangeln. Im Video mit dem zweiten Teil baue ich ein Standard-Brandungsvorfach und danach gibt es Tipps rund ums Brandungsangeln. Petri Heil.